So, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir befinden uns jetzt am sogenannten Wimmera Ridge. Ich bin jetzt immer noch mit Ferens unterwegs und das ist ein kanadisches Memorial. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. Da vorne könnt ihr es sehen und das werden wir uns gleich anschauen. Vorher schauen wir uns aber einmal hier die Übersichtskarte an. Hier sind wir rein und wir haben schon auf dem Weg hierhin gesehen, es ist alles voller Bombenkrater. Und hier gab es auch ein unterirdisches Tunnelsystem, bedeutet, man hat hier also auch mit Minen gekämpft. Und heute wird an die kanadischen Soldaten gedacht. Und das meinst du, gehen wir hier lang oder da lang? Ich glaube da lang. Da lang. Ich erzähle euch mal ein bisschen hier. Wir haben gerade mal ChatGPT befragt, was hier damals passiert ist, weil ich kannte es bis dato noch nicht. Und deswegen lese ich euch das einmal vor. Und genau, Wimmera Ridge war ein bedeutender Schauplatz im Ersten Weltkrieg und liegt nördlich von Arras im Nord-de-Pas-de-Calais. Hier fand am April 2017 eine entscheidende Schlacht statt. Und zwar der Höhenrücken von Wimmera, der auf 145 Meter Höhe liegt, war der Beginn eines Stellungskrieges im Oktober 1914. Von hier aus konnten die Deutschen das gesamte Schlachtfeld kontrollieren, sowohl in Richtung Arras als auch in Richtung des östlichen Kohlebeckens. Beide waren in Hand der Alliierten. Die Deutschen hatten Artilleriebatterien am Hang installiert, die vom Gipfel aus gesteuert werden konnten und die alliierten Linien bei Arras unter Feuer nehmen konnten. Kanadische Offensive im Rahmen eines gemeinsamen Angriffs der britischen Armeen sollten die kanadischen Divisionen den Höhenzug von Vimy einnehmen. Also das hier, was wir hier gerade sehen, das ist der Höhenzug. Da vorne, wo das Denkmal ist, das ist der höchste Punkt. Die Kanadier bereiten sich intensiv vor. Sie trainierten unter realistischen Bedingungen, dokumentierten das Gelände und gruben ein großes unterirdisches System aus Tunneln. Am 8. April 1917 machten sich 30.000 kanadische Soldaten auf den Weg auf die erste Linie. 30.000. Während der Schlacht kamen 600 Kanonen zum Einsatz und nahmen die deutsche Stellung unter Trommelfeuer. Am Ostermontag, den 9. April, stürmten die Kanadier aus den Schützengräben in ein Niemandsland aus Granat, Trichter und Stacheldraht. Etwa 3.600 Soldaten starben auf dem Schlachtfeld und 7.400 wurden verwundet. Dennoch war die Schlacht von Wimmera Ridge ein Sieg für die Alliierten und ein Sieg für die Alliierten. So, und heute befindet sich hier ein kanadischer Erinnerungspark. Dieser umfasst auch die Schützengräben, die man heute noch besichtigen kann. Und direkt vor uns ist das Wimmera Ridge Denkmal. Lassen gleich auch noch die Drohne fliegen. Und schaut euch das mal an. Ich zoome euch mal ein bisschen ran. Wunderschön. So, ich muss sie jetzt aufs Handy umstellen. Oh, das iPhone hat schon echt eine gute Qualität, Leute. Es gibt ja auch viele Influencer oder Content Creator, so wie ich, die filmen ausschließlich mit dem iPhone. Und das ist aus meiner Sicht auch absolut möglich, weil die Qualität einfach unbegreiflich gut ist von diesem Gerät. Aber es ist halt riesengroß. Und wir haben gerade Sonne, wie ihr seht. Und ja, ich kann gerade gar nichts erkennen aufgrund des hellen Steines. Siehst du was? Nee. Ist das hell? Boah. Ist das hell, Leute. Ich mache erst dieses Video zu Ende und dann mache ich ganz viele Fotos von dir, ja? Ja,
Sonnenuntergang. Was für eine Aussicht, ne? Schaut euch das mal an, Leute. Was für eine Aussicht. Ja. Wo denn? Ach, da. Da. Auch alles voll. Ich gebe euch mal ein bisschen Zoom. Die Landschaft ist hier noch wie nach dem Krieg, aber es wird hier auch ordentlich an der Erhaltung und an der Sauberkeit gearbeitet. Nichts erkennen. Schaut euch das mal an, die Qualität. War mir auf jeden Fall ein Anliegen, hier hinzukommen. Ich habe das auf den. Also, ich recherchiere ja viel, weil ich ja mich A für die Sachen interessiere, B aber euch auch viele Sachen zeigen möchte, die man sonst vielleicht nicht so kennt. Und dieses Denkmal gehört, glaube ich, dazu. Habe ich so auch auf YouTube noch nie gesehen. Viele haben ja gar nicht die Möglichkeit, zu solchen Locations zu kommen. Deswegen freut mich das immer, wenn ich euch mitnehmen kann. Und ihr auch Interesse an solchen Sachen habt. Das ist ja auch immer wichtig. Was bringt es, wenn ich die Sachen dokumentiere und keiner guckt sie? Und, was sagst du? Ja. Super, ne? So, ihr habt gerade während der Autofahrt gesehen, man hat damals das Schlachtfeld kaum verändert. Natürlich Erosion und Co. Aber ihr seht selbst, hier sehen wir eine Mischung aus Krater und Laufgräben. Und da wird wahrscheinlich noch eine Granate oder so drin sein. Ist auf jeden Fall verboten, die Gegenden hier zu betreten, weil noch Munition im Boden steckt. Überall gibt es rote Schilder, wo man darauf hingewiesen wird, dass man darauf nicht wandert. So, und die jeweiligen Linien sind die Frontverläufe. Das war am 30. Das graue und das rote ist am 31. Also 2014 und 2017. Und das gelbe, das weiße ist 11. November 2018. Also es liegen einmal 3 Jahre auseinander und ein Tag. Und dann nochmal 1 Jahr circa. Und
Ja, innerhalb der 3 Jahre ist nicht wirklich viel passiert. Und in Ipan waren wir vorgestern und wir fahren jetzt langsam die Frontlinie nach unten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und genau in der Mitte ist das Denkmal von Vimy. Was hier genau passiert ist, habe ich euch ja bereits erzählt. Und hier finden wir ein Museum. Und mal schauen, ob wir da reingehen, ob wir uns das nur von innen anschauen. Werden wir gleich mal besprechen. So, wir befinden uns jetzt mitten in den originalen Trenches, also Gräben. Aber die sind natürlich nicht mehr original. Sie sind den Originalen nachempfunden. Man hat hier Steine als Betonsäcke genutzt. Das waren Möglichkeiten zu sitzen, aber auch um hier zu kämpfen und die feindlichen Aktivitäten zu beobachten. Genauso wie das jetzt hier gerade ist, oder pinkelst du? Nee. Nee, gut. War ich mir einen Moment am Überlegen. Natürlich nicht. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier ist gerade viel los. Und wir wollen natürlich keine Menschen drauf haben, insbesondere Kinder nicht. So, warum gab es hier die Unterteilung? Stellt euch vor, jemand wirft eine Granate hier rein. Dann kommt die Druckwelle genau bis zur nächsten Kante. Und deswegen hat man die Gräben immer mit einem Zickzack-Kurs gebaut. Also ihr müsst euch vorstellen, in der Vergangenheit war der Boden natürlich nicht aus Stein oder Beton, sondern er war aus Erde und man hat Bretter drüber gemacht. Und das Grundwasser steht relativ hoch hier in der Ecke. Und dann war das so, dass die Leute permanent ihre Füße im Wasser hatten. Und dadurch gab es den sogenannten Grabenfuß. Und häufig war es so, dass die Füße amputiert werden mussten. Also wirklich schrecklich. Und ihr, vielleicht kennt ihr den Film 1918, heißt der, glaube ich. Da war es so, dass die Ratten irgendwann die Leute im Schlaf aufgefressen haben. Also möchte man sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das damals war. So, auch hier wieder ein Ausguck. Und hier ist eine Besonderheit. Denn hier gibt es einen Schutzschild. Dadurch konnte man zielen, aber auch schießen. Und man war einigermaßen geschützt von dieser Panzerplatte. Aber ich sag euch eins, gezielte Scharfschützen, die haben auch da durchgeschossen. Und wenn man seinen Kopf nur ein bisschen über diese Absperrung gehalten hat, gab es auf jeden Fall auf der anderen Seite jemanden, der euch im Visier hatte und euch den Schädel weggeschossen hat. Also die Lebenserwartung hier, die war extrem kurz. Und alleine hier in diesen Trenches zu leben, man muss ja wirklich sagen, die haben hier drin gelebt, über Monate, Jahre, nicht schön. So. The assault on Vimy was a huge success for the Canadians. Leute, das hier ist einer der Sprengtrichter. Fall nicht über die Bombe. Und hier hat man eine Granate aufgestellt. Und hier ist ein weiterer Sprengtrichter einer Granate, einer Mine. Wie gesagt, hier wurde im Untergrund gekämpft. Hier gibt es auch ganz, ganz viele unterirdische Tunnelsysteme noch. Und sehr, sehr viele Menschen sind bei diesen Explosionen gestorben. Das ist ein Observer, also eine Beobachtungsposition, betoniert. Und man sieht hier sogar noch die Armierung. Und die waren überall bei diesen Gräben mit eingesetzt und eingebaut. Damit ihr euch mal Gedanken oder ausmalen könnt, wie wenig Platz hier drin war, gehe ich mal in dieses Ding rein. So. Und viel Platz ist nicht. Und hier hat man dann die feindlichen Stellungen und Linien beobachtet.
Das ist alles original. Dankeschön. Thank you. Thank you so much. Ja, ich habe mir fast den Bierle gestoßen und die Menschen haben mir netterweise geholfen. Und damit ihr euch mal eine Vorstellung machen könnt, das hier ist die gegnerische Seite und da vorne, keine 40 Meter weiter, ist die gegnerische Seite. Da seht ihr das Schutzschild. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da vorne sind die beiden Schutzschilder, da stand ich drin. Und das ist das Niemandsland hier unten. Das ist das Niemandsland. Niemandsland bedeutet, das ist quasi die Kampflinie zwischen der einen Seite und der anderen Seite. Und da sind die Minen explodiert, eine nach der anderen. Eins, zwei, drei, vier. So unvorstellbar. So, und wir sind jetzt hier am Ende der nachgebildeten Trenches. Und hier, Leute, seht ihr nach über 100 Jahren noch die originalen Trenches-Gräben. Und ich zeige die auch mal von oben. So, Kinder. Hier kann man einen Mörser sehen. Der wurde auch in der Schlacht von Vimy eingesetzt. Der besitzt auch Kampfspuren. Und man kann ja ziemlich gut erkennen, wie so eine Geschützstellung damals ausgesehen hat. Und von hier, von solchen Geschützstellungen, wurde damals der Mörser betätigt und auf gegnerische Stellungen geschossen. Kannst du nicht mehr sagen, wenn du dir den Boden anguckst, hat hier damals auch ein Baum gestanden. Nee, hier hat gar nichts mehr gestanden. Hier hat gar nichts mehr gestanden. Aber trotzdem, die Bäume werden noch 100 Jahre, ne? Mhm. Schnell wachsende Fichten, ne? Also Fichtenart, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Und du bist doch... Hm? Mit Holz kenne ich mich nicht aus. Ach komm, so ein massiver Stamm. So, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, hinter mir findet ihr das Eingangsbauwerk von dem Freilichtmuseum. Ich nenne es mal Freilichtmuseum. Ich konnte da drin leider nicht filmen, weil zu viele Kinder unterwegs waren. Wir finden auf der linken Seite einige Exponate aus der damaligen Zeit, Originalmaterial mit vielen Videoanimationen und auch kleinen Filmchen, wo man sich über die Geschichte informieren kann. Auf der rechten Seite finden wir eine Ausstellung über die Menschen, die hier gekämpft haben und die einiges erzählen konnten. Also von daher geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Parken ist umsonst, Eintritt ist auch umsonst. Ich denke mal, man kann auch eine Führung machen. Preise kenne ich leider nicht. Aber auf jeden Fall, wir haben gesagt, auf jeden Fall Besuch wert, können wir auf jeden Fall empfehlen. Wir befinden uns jetzt am Denkmal von Tifal. Ich war schon mal vor einigen Monaten hier. Ich glaube, letztes Jahr war das, ich weiß es gar nicht mehr. Habe auch die Drohne steigen lassen, aber ich wollte es Ferenc auf jeden Fall mal zeigen, weil das ist schon bemerkenswert, was man hier sieht. Und wir haben auch bestes Wetter. So, Sonnenschein, blauer Himmel und riesige dunkle Wolken dazu. Und das ist schon beeindruckend, oder? Ja. Das ist definitiv beeindruckend. Ich würde sagen, so 40 Meter hoch. Das ist schon so, oder? 50 vielleicht. Da kommt bestimmt noch ein Schild, was drauf steht. Ja. Und wenn wir Glück haben, sehen wir es gleich auch alleine, wenn die weg sind. Absolut bemerkenswert. Und wenn man sich das mal anschaut, wir haben ja gerade Vimy's Ridge gesehen. Die gehen halt ganz anders mit ihren Hinterlassenschaften um. Es ist hier alles wirklich extrem gepflegt. Wenn man bei uns die Soldatengräber oder die Denkmäler sich anschaut, dann ist das teilweise wirklich erbärmlich. Und hier wird auf englischen Rasenwert gelegt
auf einen guten Zustand, auf regelmäßige Grenze. Und das ist schon echt traurig, wie wir damit umgehen in Deutschland, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht. Boah, das ist schon riesig, Leute. Das ist schon wirklich sehr, sehr hoch. Und hier an diesem Sandstein stehen die ganzen Namen der Toten. Und alles voller Namen. Sind die Namen der jeweiligen Schlachten. Somme, Albert, Miremont. Und schaut mal hier. Tandijay, Small Ross. Und hier, das nimmt einfach kein Ende. Alles voller Namen. Namen leben für immer. Shamrock, Fry, seine Aussicht, oder? Hier kann man wahrscheinlich für Feierlichkeiten dann reingehen. Also die sagten, man hat neuen Rasen gesät, deswegen hat man das hier abgesperrt. Also so Schlachten wie Verdun oder de Somme sind alles sehr bekannt, aber Vimy oder wie hier Tiefall sind relativ unbekannte Schlachtfelder in Deutschland jedenfalls. Aber wenn man sich mal das riesige Monument anschaut, dann könnt ihr euch vorstellen, dass auch hier sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. The Missing of the Somme. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich, wirklich krass.
So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt am sogenannten Loch Nagar-Krater. Das ist einer der größten Gedenkstätten hier. Es ist ein privates Denkmal auf geheiligtem Boden. Und man muss wissen, dass hier eine riesige unterirdische Mine gebaut wurde, welche mit Sprengstoff gefüllt wurde und dann zur Detonation gebracht wurde. Und zwar ist es so, dass die feindlichen Linien damals nicht überwunden werden konnten, da es neuartige Maschinengewehre gab und auch Feldartillerie. Und deswegen war es irgendwann mal nicht mehr möglich, im Ersten Weltkrieg die feindlichen Stellungen zu überrennen. Egal, wie viele Menschen man geschickt hat. 30, 40, 50.000 Menschen sind teilweise gestorben. Und dann hat man den Krieg unter die Erde verlagert, in den sogenannten Minenkrieg. Und hat dann die Hohlräume mit Sprengstoff gefüllt und zur Detonation gebracht. Und dabei sind solche riesigen Krater entstanden. Und dabei sind natürlich hunderte, teilweise tausende Menschen gestorben. Und von diesen Kratern gibt es nicht ein, zwei, sondern mehrere hundert. Und schaut euch das mal an, wie schön das hier ist. Wunderschön. Und dann hat man hier so einen riesigen Krater. Das ist schon wirklich krass. Bin immer noch mit Ferens unterwegs. Und beeindruckend? Wow. Ja. Boah, vorsichtig. Da vorne wird es schlimmer sogar. Ja. Ich bin hier gerade fast umgeknickt, weil das Holz mittlerweile doch recht ramponiert ist. Hier ist es ganz schön. Ja, mache ich. Unvorstellbar. Riesig. Den Krater kriegst du echt mal am besten mit den Videos hin, oder? Mhm. So, hier Leute, in jedem Holzsplint ist ein Name drin. Und da unten sind überall Gedenktafeln. Und schaut euch mal diese wunderschöne Aussicht an. Es ist unvorstellbar schön. Wirklich unvorstellbar schön. Man kann hier wirklich eine lange Zeit verbringen. Bemerkenswert. Und so wie ich das gelesen habe gerade, ist das hier privat und wird privat gepflegt. An alle Frauen wird hier gedacht, die im großen Krieg gedient haben. Unfassbar schön. Das war damals nicht schön, Leute. Der gesamte Boden war mehrfach umgepflügt. Alles voller Matschblut. So, Leute, ich finde, der Krater, ich habe mich gerade ein bisschen damit beschäftigt, verdient es, dass man die Geschichte auch komplett erzählt. Das ist also der größte von Menschenhand je erschaffene Krater, Explosionskrater. Und ich lese euch mal ein bisschen vor. Und zwar in den frühen Morgenstunden des 1. Juli 1916, als die Welt noch im Dunkeln gehüllt war, bereiteten sich die britischen Streitkräfte
vor auf den ambitioniertesten Angriff des Ersten Weltkrieges. Unter der ruhigen Oberfläche des französischen Dorfes La Boselle verbarg sich eine tödliche Überraschung. Knapp 27 Tonnen Ammonalsprengstoff platziert in zwei Kammern tief unter den deutschen Linien. Die Lochnagar-Mine, benannt nach den dahinterliegenden britischen Schützengräben, die wiederum ihren Namen dem schottischen Wert Lochnagar verdammten, war das Ergebnis monatelanger geheimer Tunnelarbeiten. Die britischen Pioniere hatten seit 1915 gegraben, um die explosive Ladung anzubringen. Als die Uhr 7.29 Uhr morgens schlug, erschütterte eine gewaltige Explosion die Erde. Der Lochnagar-Krater entstand. Ein riesiges Loch mit einem Durchmesser von 91 Metern und einer Tiefe von 21 Metern. Das größte durch Menschenhand in Zorn geschaffene Loch der Geschichte. Es wird berichtet, dass das Geräusch der Explosion so laut war, dass es sogar noch in London zu hören war. Und die Trümmer wurden bis zu 1200 Meter durch die Luft geschleudert. Die Explosion markierte den Beginn der Schlacht an der Somme, einer der blutigsten Konfrontationen des Krieges. Der Krater wurde zwar von den britischen Truppen eingenommen, aber der deutsche Widerstand war so stark, dass viele Angreifer selbst Schutz suchten und der Krater war natürlich ein leicht erkennbares Ziel der deutschen Artillerie. Heute ist der Lochnagar ein mahnmalendes Denkmal für Männer und Frauen aller Nationen, die im großen Krieg gelitten haben. Jedes Jahr besuchen ihn 200.000 Menschen. Also ihr seht, es ist wirklich Geschichte, die wir betrachten. Und aus meiner Sicht werde ich, nachdem ich euch die ganzen Sachen einmal gezeigt habe, noch mal intensiver auf die Geschichte selbst eingehen, weil die Menschen, die damals gelebt und gelitten haben, haben das verdient. Ja, aber das ist auf jeden Fall noch mal eine andere Geschichte, weil das Thema ist so umfangreich, sich dann so tief in die Materie auch einzuarbeiten. Das ist nicht immer ganz einfach, wenn man 3 oder 4 Spots an einem Tag macht. Das könnt ihr sicherlich verstehen, aber ich werde auf jeden Fall noch mal wiederkommen. Das Material habe ich ja zur Not. Und dann werde ich euch noch mal einen tieferen Blick in die Geschichte geben. Das ist auf jeden Fall versprochen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich bin heute mit dem Ferenc unterwegs und wir wurden gerade schon von einer sehr netten jungen Dame gefragt, wie es uns geht. Und was haben wir geantwortet? Du bist müde. Ich bin müde. Ja, ich bin ein bisschen müde. Wir haben gestern in einer Unterkunft übernachtet, wo selbst der große Mann hier Angst hatte und sich ein Taschenmesser neben das Bett gelegt hat, weil er Angst hatte, dass da irgendwelche Leute durch die Tür kommen. Ich hatte keine Angst. Ich sage ja immer, wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Ein bisschen Ernsthaftigkeit. Wir befinden uns jetzt gerade immer noch in Frankreich und schauen uns Schlachtfelder an der Somme an. Es waren damals mit die blutigsten Schlachten, die es damals im Ersten Weltkrieg gab. Und wir befinden uns hier direkt in einem Freilichtmuseum und schaut mal hier, man kann hier sogar noch die Krater erkennen. Das gesamte Feld, das gesamte Freilichtmuseum ist ein Schlachtfeld
Und wir haben gesagt, wir starten erstmal mit dem Museum. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Die Somme-Schlacht. Der französische Beitrag zur der Offensive musste kleiner ausfallen. Die britische Operation sollte sich auf einen 30 Kilometer langen Frontabschnitt zwischen Commancourt im Norden und Maricourt konzentrieren. Die Franzosen sollten weiter südlich eine unterstützende Rolle spielen. Die neuen britischen Kommandanten, General Haig, legte neue Ziele fest. Den deutschen Truppen sollten möglichst schwere Verluste zugefügt werden. Was für Ziele? Um den Druck auf Verdun zu vermindern. Der Zeitplan blieb unverändert bestehen. Irgendwann zwischen dem 1. März und 1. Juli 1916. Aus diesem Grund wurde die 29. Division mit Neufundländern an die Front verlegt. Und dieses Museum erinnert an die Kämpfer aus Neufundland. Und hier seht ihr mal, wie damals das Gelände ausgesehen hat. Und ich habe ja entweder in diesem oder in anderen Videos bereits auch die heutige Gegend einmal dargestellt. Und da habt ihr ja gesehen, wie schön das heute mittlerweile ist. Aber das sah damals ganz anders aus. Im August 1914 marschierte Deutschland in Belgien und in Nordfrankreich ein. Die Alliierten stoppten den deutschen Vorstoß an der Marne. Anschließend versuchten beide Seiten erfolglos, die gegnerischen Front durch Überflügelung im Norden zu umfassen. Man sagt dazu auch Einkesselung. Danach erstarrte die Westfront auf einer 900 Kilometer langen, von Belgien bis in die Schweiz reichenden Frontlinie. Der Beginn eines zermürbenden Stellungskrieges. Die Deutschen gingen zur Verteidigung über und besetzten strategische Stellungen. 2 Jahre lang bewegte die Front sich überhaupt nicht. Habt ihr bestimmt schon von gehört, es war ja damals ein Stellungskrieg. Und man hat teilweise Hunderttausende von Menschen in das Niemandsland geschickt und durch die neuen Waffen, Artillerie und Schrapnellgranaten, aber auch Maschinengewehre, die sehr gut positioniert wurden auf diese gerade genannten erhöhten Positionen, war es für 2, 3, 4 Verteidiger möglich, Tausende von Menschen gleichzeitig niederzumähen. Und überall, wo wir rausgucken, Leute, sehen wir Schützengräben und Granatrichter. Damit ihr euch mal so ein bisschen eine Ahnung machen kann, wie das damals so ablief. Der Angriffsplan sah vor, dass in 4 Etappen angegriffen werden sollte. Zuerst würden die gegnerischen Stellungen 5 Tage lang mit einem Bombenteppich belegt. Danach sollte in den frühen Morgenstunden unter der Hawthorne-Schanze eine Mine explodieren, welche von dem 10 Minuten später folgenden Infanterieansatz in 3 aufeinanderfolgenden Wellen ablenken sollte. Danach würde ein Sperrfeuerwalze alle 2 Minuten um 100 Meter vorrücken. Anschließend mussten die Truppen dann nur noch das Niemandsland durchqueren, die Front einnehmen und zu 7 Kilometer entfernten 3. deutschen Frontlinie fortkämpfen. Und dass das nicht geklappt hat, Leute, das werden wir wahrscheinlich hier auch noch sehen. Denn man dachte immer, mit dieser riesigen, massiven Artilleriebewegung und der neu entwickelten Feuerwalze, das müsst ihr euch so vorstellen, dass alle Artilleriegeschütze gleichzeitig geschossen haben, alle von der Weite das gleiche Ziel anvisiert haben und dann sind die Granaten alle zeitgleich circa in dieser Entfernung eingeschlagen und dann hat man das eingestellt, dass man weitere 100 Meter und dann hat man quasi wie eine Feuerwalze nach hinten alles zerstört. Und trotzdem, die Gräben waren so tief eingegraben, dass die Verteidigungsstellungen standgehalten haben. Das ist unvorstellbar eigentlich. Warte, wie die Leute da gelebt haben. Zünder, Schrapnellkugeln, haben wir gestern eine geschenkt bekommen. Patronenhülsen, alles von hier. Das Einschussloch. Ach. Er wurde verwundet. Ah. Am 1. Juli 1916. Krass.
Oh, guck mal, hier. Ganz kurz, hier ist eine Karte, wie es passiert ist. Hier ist das Niemandsland. Da ist die Hawthorne-Mine. Niemandsland geht hier quasi lang, da gehen wir gleich auch durch. Britische Frontlinie und die deutsche Frontlinie. Und ihr seht, wie nah die beieinander lagen. Ein bisschen laut gerade, aber ihr seht, es wird hier alles wirklich extrem gepflegt. Kostenfrei übrigens. Und es gibt einige Volontiere, die das Ganze hier auch noch begleiten. Und wenn man Fragen hat, gibt es sogar Führung, ne? Führung gab es ja auch. Weißt du, ob die was kosten? Ich glaube, die hat irgendwas gesagt vom Ehrenamt. Ja, ne? Ich dachte auch, in einer halben Stunde. Schaut mal, Leute, das ist wirklich eine wunderbare Anlage. Vorne liegt noch ein Relikt auf dem Boden. Und überall die Auswirkungen der Granaten. Da sind wieder Gräben. Und hier, das ist, wir sind jetzt direkt übrigens im Niemandsland. Das ist das Niemandsland. Selbst nach über 100 Jahren sieht man, wie tief die Gräben noch sind. Und da das Wahrzeichen der röhrende Hirsch. Und man sieht wirklich, das sind ja Kampfgräben und dann gibt es welche, die abgeben. Das sind die sogenannten Lauf- bzw. Meldegräben. Den gucken wir uns natürlich auch noch an. Da habt ihr nochmal einen wunderschönen Blick in die Gräben und da seht ihr die Verbindungsgräben. Alles voller Gräben, alles voller. Und da hinten ist der Baum, der nach dem Ersten Weltkrieg stehen geblieben ist. Der einzige Baum, den es gibt. Und hier sehen wir den Hirsch. Jetzt gehen wir einmal durch die ehemaligen Laufgräben. Und da war die britische Frontlinie. Wir sind jetzt, glaube ich, in der deutschen, wenn ich das richtig gesehen habe. Würde mich aber nicht drauf festnageln. Also das muss man sich mal vorstellen. Man hat gegeneinander gekämpft, man hat sich gegenseitig umgebracht und man hört den Gegner einfach, wenn er da hinten redet. Und dann gab es Leute, die konnten gut werfen und die haben dann von hier aus Granaten rübergeworfen. Und später hatte man dann auch verschiedene Vorrichtungen, um Granaten weiterzuwerfen. Man hat sich halt immer wieder was Neues einfallen lassen, um die Gegner zu töten. Ja, es gab ja keine Frontlinie, das nannte man Niemandsland. Guck mal, das sind die Originalabstützungen noch. Kann man sich vorstellen, dass die deutlich tiefer waren. Auch hier. Also es gibt ganz, ganz, ganz wenig Baumbestand aus der damaligen Zeit, weil ja alles zerstört wurde. Aber hier in diesem Museum gibt es noch diesen alten Rest von einem Baum. Original von vor über 100 Jahren.
Danger Tree nennt man den hier, umgangssprachlich. Wenn der reden könnte, Leute. Blick über das Niemandsland. So, wir sind jetzt am Ende des Freilichtmuseums angekommen. Hier lohnt sich auf jeden Fall nochmal die Kamera rauszuholen, weil hier sehen wir die Gräben noch in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand. Auf beiden Seiten auch hier wieder die Metallverstärkung, wo damals die Bohlen drin waren. Monument dort hinten. So, hinter dieser Absperrung sollte man nicht, denn dort gibt es noch nicht explodierte Minen. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Ja. Leute, wir haben, sind jetzt bei unserem Spot angekommen. Nein. Wollen da eigentlich was anderes machen? Bei einem Spot, oder? Was hast du verloren? Nix. Ich habe mein Telefon, glaube ich, im Auto liegen lassen. Nein. Er hat sein Telefon im Auto liegen lassen. Ah, je. Yeah. Was ich euch gerne zeigen möchte, heute ist der Wurm drin, aber wir haben jemanden kennengelernt gerade und der zeigt uns jetzt mal hier so ein paar Höhlen. Und das hier, wenn man das nicht weiß, Leute, es geht hier, wie viele Meter? 7, 6, 8? Bis zu dem einen Boden sind es auf jeden Fall über 5. Ja, und wenn man da runterfällt, dann ist vorbei. Da kommst du nicht mehr raus. Ja, und wir sind jetzt hier einfach in so einem Waldgebiet und der Ferenc hat sein Handy verloren, beziehungsweise vergessen. Das ist natürlich äußerst räudig. Hier ist ein Eingang. Ja, ist ja kein Eingang. Kein Eingang, sondern ein Oberlicht oder so, oder ein Brunnen. Es sieht zumindest aus, dass...